Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ja, wir sind immer noch in Dodongos Höhle, wo wir uns darum kümmern müssen, dass bei diesem großen Schädel, der hier so ein bisschen vor uns herausragt, die Augen zum Leuchten gebracht werden. Boah, sau. So, und wir nutzen jetzt mal unsere Plattform, um ganz da oben zu fahren. Weil ich habe da eine Idee, was wir mit unseren Bomben so Feines anstellen können. Also einfach mal abgedüst hier. Weil wir haben ja so eine schöne Fläche hier. Ich sag, wir legen einfach mal eine Bombe hin. Nichts, okay, passiert halt nichts. Die Augen des Schädels müssen zum Leuchten gebracht werden. So vielleicht? Jawohl! Deswegen sind ja auch die zwei Löcher in der Brücke. Dann geht das Maul nach unten, oder wie? Jawoll, jawoll, jawoll. Mit einer Tür dahinter. So ein Zufall. So, wir gehen wieder zurück. Fahren mit unserer Plattform nach unten. Ist sie gerade da? Nein. Das heißt, wir warten fix, bis sie hochkommt, um runterzufahren. Like a Fahrstuhl. Ja, ich bin auch ganz zufrieden mit mir selber. Ich muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt den ersten Dungeon doch relativ gut hinbekommen. Ich denke mal, dass jetzt hier ein Boss auf uns warten wird. Ja, und schauen wir mal, wie wir den Boss dann besiegen werden. What the fuck, dumme Schlampe. So. Oh, drei Herzen. Das ist Luxus. Okay, das ist die Boss-Tür. Wie man auch so schön erkennen kann, ne? aber da kommen wir noch nicht rein. Wir gehen erstmal hier entlang. So im Löcherfallen bin ich nämlich gar nicht so sehr der Freund von, muss ich mal ehrlich sagen. Nicht mit mir, ey Freundchen. Was ist denn hier Feines, ey? Erstmal hinaufklettern. Das ist das, was sie dann schon gesagt hat. Bei den bewegbaren Objekten, da gibt es eine Hinauf-Funktion erst, wenn man eine Weile dagegen rennt. Klingt komisch, ist aber so. Leute, Künstler. Ich glaube, wir haben Munition dafür bekommen. Und wir gehen erstmal hier entlang. Bomben. Shortcut. Irgendjemand versucht mich gerade auf mein alten Handy anzurufen. Aber sowas wird von mir sowieso
ignoriert, weil die Nummer ist eigentlich bloß noch, ja, die wird bloß noch geduldet. Eine Fee. So, jetzt zeige mir mal, was hier hinter der Tür ist. Och ne. Geh weg, Bastard. Dann haben wir noch eine goldene Skulltula gefunden. Das läuft ja hier bei mir. Oder bei uns. Wir spielen das Spiel zusammen. Das war quasi dieser Raum und da können wir... Na, klasse. Geh mal hier lang. Mir auch egal. Eine Fotzenfledermaus. Ohne Spaß, die Fledermäuse sind das Beschissenste in jedem Zelda-Teil. Immer und immer wieder. Give it to me, baby. Ja, und... Ich kenne das noch aus alten Zelda-Teilen. Wenn die Krüge so dastehen, haben die eigentlich immer was verbogen. Aber naja. Mit dem Dickschädel runterrollen oder dagegen rollen, dass es runterrutscht, aber klappt ne. Na so. Aha, scheiß Fledermaus. Ah, ich sehe, was ich zu tun habe. There is a switch in the hole. Das heißt, wir schieben den Klotz dort rein und kommen dann zum Boss. Wird bestimmt ja Riesendodongo sein oder sowas. Keine Ahnung. Passt. Das ist quasi auch der einzigste Grund, warum man so einmal im Kreis rennen muss. So, Schleuderstöcke, Bomben, ausgerüstet. Da schauen wir doch mal, was auf uns hier wartet. So eine Kiste. Haben natürlich noch mal Bomben gefunden. Bevor wir jetzt eine Bombe hinlegen. Maybe. Jawohl. Ach, nichts passiert diesmal. Bossraum ist das alles okay. Okay, man sieht schon den Boss so etwas rumglitschen hier. Das ist der Boss. Ba, ba, ba. Ja, du bist aber nett. King Dodongo. Infernosaurus. Ich glaube, ich muss den... Also das ist jetzt so eine ganz, ganz schwache Theorie, dass ich den Bomben in die Fresse schlagen muss.
Bin ich ja sicher, bin ich ja sicher, bin ich ja sicher. Verarscht. War natürlich absehbar, dass er dann hier so einen macht. Ja, das macht die Kusche auf, Junge. Ah, verdammt! Jetzt stellen wir uns hier wieder an den Rand hin. Einfach weil das so blöd ist. Gucken, was sagt ein Navi. King Dodongo, wirf dem Vielfraß etwas Explosives in den Rachen und schlage ihn mit deinem Schwert. Ja, das ist schon klar. Deswegen, mach die Klappe auf. Fresszeit. Ja, du rollst in der verkehrte Richtung. Junge, hier bin ich. Lass es halt bleiben. Komm halt von der Richtung an. Los, Happa Happa für dich, Großer. Ich muss sagen, einfacher Boss. Ach, den lassen wir jetzt wieder eine Runde drehen. Was soll er machen? Der schläft aber bald ein, ne? Großer. Sieht's nice. Komm, eine geht noch, meiner. Eine geht noch. Ja, los. Tut mir leid. War das dir zu heiß? Roll in die Lava rein, Junge. Verbrenn, elendiges Vieh. Stirb! Da zappelt er noch. Schön. Und Nerzteil. Erweitert und natürlich aufgefüllt. Und du bist Geschichte, Bastard. So, und wir machen uns mal wieder raus. Müssen ja mit den, ich vergesse den Namen dauernd von dem Typen, von dem Goron, von dem Anführer. Darunia oder sowas. Müssen ja mit dem reden. Jetzt guckt er. Ach, der ist, okay. Ich bin es, Darunia, du hast deine Prüfung bestanden. Aber ich schlafe nicht so fest. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Und nicht nur die Wände ablecken. Welch aufregendes Abenteuer, es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Schweinenase. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Du bist ein Held. Heirate mich. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Ist das der heilige Stein des Feuers? Ist das der Gerudo-Opal? Oder ist es einfach bloß eine Mini-Sonne? Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Oder auch jetzt. Da 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 da.
Es ist der Gerudo-Opal. Gerudo. Ah. Geron-Opal. Geron-Opal. Ah, ich bin schon komplett durcheinander. Ja, das ist der zweite Heiligenschein. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Boah, tanzen die jetzt sowas? Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Link, das sind Brüder. Da, vor denen rennt man nicht weg. Boah, wie Zombies kommen die in Nagel. Also ist jetzt wieder alles beim Alten. Ja, wir gehen nochmal hoch, weil die ja schön von der Dingens geredet haben, von der ollen Fee dort oben. Und wir wollen da natürlich hin. Erstmal tun wir dort Bomben hinwerfen. Was steht denn hier? Pfad zum Todesberg steht hier bloß. Okay. Change klettern. Ja. Okay. Todeskralle. Achtung, Steinhagel. Steinhagen. Jetzt wissen wir, wie der Steinhagel entsteht. Das war zu spät. Das war genau richtig. Link, springen. Oh, dort unten ist eine Kiste. Dort hat eine Kiste durchgeglitscht. Gerade eine Kuh gehört? Hat er gerade eine Kuh gemut? Ab ins Loch. Hier ist eine Kuh. Was macht die Kuh hier? Ich weiß ja noch bekloppt, ey. Jetzt treffe ich schon Kühe in Höhlen. Nein, nein, nein. Scheiß Gewohnheit. Toll, jetzt hab ich das wieder vergessen. Saljas Lied, Lied der Natur. Vielleicht hilft das ja. Willst du mit Salja sprechen? Nein. Willst du mit mir sprechen? Nein, schon gar nicht. Ich will mit der Kuh reden. Dazu hast du auch nichts zu sagen, Navi. Menschenskinder, ey. Was hat die Kuh auf sich? Ich will es wissen. Wo bin ich denn hier gekommen? Geh einfach mal hier weiter. Oh, oh. Hab ich überstanden? Nee.
Ja, wieder gleich mal drei Felsen auf immer runtergeflogen kommen, ja. Komm, mach dich fort, du Biest. Oh, Herz. Das können wir auch mitnehmen. Ist noch eine Skullwandula. Herz. Oh geil, mehrere Herzen. Bin ich immer ganz froh drüber. Wie viel von den scheiß Viechern hängt denn hier rum? Die ignoriere ich jetzt aber einfach. Na du alter Uhu. Du hast dich bisher gut geschlagen, Dev. Dies ist der Gipfel des Todesberges. Man sagt, die Wolken, die den Gipfel umgeben, spiegeln den Zustand des Berges wider. Sind sie weiß, herrscht Friede. Dein Aufstieg zum Gipfel hat mir bewiesen, wie tapfer du bist. Diese Tapferkeit soll nun erneut geprüft werden. Eine mächtige Fee lebt hier oben. Sie ist die Mutter aller Feen. Suche sie auf und sie wird dich belohnen. Ich werde hier auf dich warten. Willst du zurück zum Fuß des Berges? So werde ich dir helfen. Geh nun. Okay, erstmal Stein werfen. I, Käfer, Käfer, Käfer. ich habe ja erstmal. Die Lust und Laune. Boah, ich habe bloß noch 5 Bomben. Erstmal die Lust und Laune hier reinzugehen. Die Feenquelle. Ja, da müssen wir wieder das Wiegenlied auspacken. Und das ging nämlich wie folgt. Ich habe das nämlich noch voll im Kopf. So ging es nämlich, links hoch rechts, links hoch rechts. Die lacht mich aus. Bist aber eine ganz hübsche, hä? Eine ganz, ganz hübsche bist du. Hallo, mein süßer Dev. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Ich kenne das ja noch von Minishcap, wo man Fragen beantworten musste, um größere Bombentasche und sowas zu bekommen. Aber die macht das ja gleich so freiwillig. Man muss sie bloß anrufen. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Endlich. Bewegst du im Kreis, drückst du dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und unerwartet Zeit ausführen. Ah, okay. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf die grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Dann sind wir auch noch nach reingekommen. Du bist vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Wie die mich einfach nur auslacht. Und da haben wir die Magieleiste. Ach, das gibt mir gerade so ein Flashback zu A Link to the Past. So, Alter. Wir gehen erstmal noch hier rein. Gucken, was hier noch auf uns wartet. Bevor wir mit dem Tatterkreis reden. Oh, der Todeskrater. Da unten ist ein
Dev in dieser. Okay. Da brauchen wir wohl die Goron-Rüstung. Du siehst erwachsener aus, seit du die Fee besucht hast. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrule. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Ja, los, bring mich nach unten, da brauche ich nur wieder klettern. Gratis Flugstunden. Da. Habe ich das richtig gesehen gerade, dass ich dort irgendwas sprengen konnte? Dem muss ich gleich mal nachgehen. Wenn der uns hier euch nur abgesetzt hat. Hat mich jetzt. Ne? Ja, what the fuck? Hat mich in der Stadt abgesetzt. Auf euch in dem Haus. Oder kümmer. Fix hier in das Skulltula-Haus reingehen. Ja, das ist das ja. Ja, wohl, das Skulltulas Haus. Komm her, mein Guter. Brichst du den Fluch, werden wir dich reich belohnen. Ich hab doch schon 7 Stück oder so gefunden. 7 Stück. Gib mir was. Oder nee, es dürfte sogar schon mehr sein. Ne, 7. Ha. Dann lass das halt bleiben, ey. So, ich will jetzt aber nochmal zum Hügel. Rein drum wie eine Schwuchtel, ey. Ich hab nichts gesagt. Jawohl, da war ein Hühnchen drin versteckt, ich hab's gewusst. Na komm. Kommst du her? Haben wir schon 2 von den 6 Hühnern gefangen. Das ist ein Stein, der dort liegt. Und da wollen wir nochmal ganz fix zum Berg gehen und ich brauche unbedingt Bomben. Vielleicht sind hier welche drin. Cool, aber waren keine Bomben drin. Hier haben wir das dritte Huhn, wo ich ja schon ran könnte, aber noch nicht ran möchte. Weil der Weg einfach zu weit ist. Och, jetzt. Es kann doch nicht ernst sein, dass das hier die ähnlichen Bomben sind oder was. Naja, wir gehen nochmal fix hoch, weil ich da was gesehen hatte. You're dead. Hier haben wir nämlich noch eine Wand zum Wegsprengen. Ah, und hier eine Magieflasche. Oder Magiekrug, damit die Magieleiste aufgefüllt wird. Auch das gabst du schon bei The Link to the Past. Ellie.
Es war fast schief gegangen. Ja. Wie soll ich denn da rankommen, Leute? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich komme nicht da dran. Finde ich ja jetzt sehr böse. Hoffen wir mal, dass die Skulltula wiederkommt, beziehungsweise dass das bleibt. Weil sonst bin ich Descent am Po. Das würde mir dann fehlen. So, für die 100 Skulltulas. Draußen kommt der Ohren da und lang geheizt. Verdammt. Da hab ich keine Bomben mehr. Was ist der nämlich? Blöbe. Ich weiß es nicht. Naja. Ich will einfach nur Herzen drin sind. Herzen und Rubine, das was ich überhaupt nicht haben will. Aber na. Blöde Sau. Mal gucken, vielleicht treffen wir jetzt auf Boris Friedhof. Ich weiß es nicht. So, das hängt immer noch dort rum. Müsste ich mal den Sie dann nach der Folge kontaktieren. Was der mir dazu sagt. Ob das bleibt oder ob das nicht bleibt. So, Kakariko. Kakariko. Na, da wollen wir mal ganz kurz. Warte mal, ich hab doch gerade. Link, kletter mal hier hoch. Gerade irgendwo im Kratz. Diese Schweineentwickler. Solche elenden Schweineentwickler, ne? Und ich muss dazu sagen, ich habe das gehört, obwohl mein Headset neben mir über den Stuhl hängt. Weil das von der Lautstärke trotzdem noch gut hörbar ist. Weil ich hier von der Konsole gerne, also vom Emulator besser gesagt, gerne erst runtergedreht habe. Ja. Und da habe ich das trotzdem noch wahrgenommen. Ist ja geil. Ich habe gedacht, ihr kratzt das doch irgendwo. Das muss eine Skulptur sein. Also eigentlich habe ich jetzt schon 9, aber an die eine bin ich noch nicht herangekommen. Bumerang oder sowas brauche ich da bestimmt noch.
Ich hab doch was gehört gerade. Wohl wieder eine Skulptur. Geht da jetzt einfach mal hier hoch, ja? Geht das? Nee. Tauchen kann ich sowieso noch nicht allzu lange. Ah. Saudio, dich habe ich. Komm, gib mir das Zeichen hier. Haben wir fast 10% an Skulltulas gefunden. Ich werd bekloppt. Natürlich sind am Skulpturhaus Skulpturhaus. Steht ein Wachmann. Sagt er mir eigentlich schon was Besonderes? Dieses Haus lebt einst. Ach so, das ist ja Impas Haus. Wir gehen ja nochmal rein. Einfach Spaß haben zum Gucken. Hier ist nämlich wieder so eine. Oder auch so eine Kuh. Und wie ich die Hühner ärgern werde, ich werde die alle in den Stall feuern. Ganz kurz mal geguckt. Mit 10 Skulpturas, vielleicht gibt es da irgendwas. Wenn schon bei 5, dann vielleicht bei 10. Komm, gib mir epischen Loot, Meister. Meister Tulla. Sehen so aus, wer auf unser Fluch der Skulpturas lastet. Aber du hast. Ah! Ich will das nicht so schnell wegdrücken. Sind zu daher lässt nun langsam die Wirkung des Fluchs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skulpturas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Du bist verflucht. Oh. Tut mir leid, Meister. Ich wollte dich nicht anschubsen. Ja, ihr seid alle verflucht. Rumgejammer hier. Ah, hier, guck mal. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse, jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Wird ja auch Zeit. Dieses Runtergehangeln hier. Ach, die haben so ihre Löcher dort oben. Na, ja, das hätte ich eher bekommen müssen. Da hätte ich so viel, hätte ich die 200 Rubine voll gehabt, hätte mir die Goron-Rüstung holen können und wäre immer noch danach ja voller Money gewesen. Aber ist schön, bei 10 gab es jetzt auf jeden Fall schon mal was. Das ist. Jetzt kann das heilere Rubinsammeln wieder losgehen. Ne, und wir gucken mal, ob es zeitlich soweit ist, dass wir hier.
hat es bloß gerade gewundert, weil die so geleuchtet hat. Zu denken, da ist wohl euch schon was versteckt. So. Boris, wie spät haben wir es jetzt? Nee, hä? 22.20 Uhr und bis 22 Uhr geht diese Tour. Boah, ich hätte die doch gerne mal mitgemacht. Ich will mit Boris reden. Ich will Boris sehen. Boris B. Boris war Bäcker. So, wir kommen rein, ja. Hier hoch und wir kommen nicht weiter. Schade. Sie steht auch wieder da. Ich frage mich, ob Saya etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Ha! Als hätte ich's gewusst, Bitch. Ja, Bäume rempeln. Saya. Hätte ich jetzt das Lied im Kopf, könnte ich es spielen, aber ich habe das gerade nicht im Kopf. Und ich glaube, wir beenden die Folge erstmal hier. Haben ja doch einiges geschafft, einige Skulltulas gefunden, unsere große Börse bekommen, ja. Und in der nächsten Folge werden wir mal Salia anrufen. Also bis dahin, macht's gut. Haut rein und tschüss. Tschüss.